noch viel Glück bringen wird. Es ist vernünftig, dass Sie abschließen, Mr. Keller. Ich hoffe es. Hören Sie, Mr. Keller. Die neuen Anträge dieser Leute auf Nutzholz können Sie nicht ablehnen. Ich bin der Regierungsagent, Mr. Gregg, nicht Sie. An der Tür stehen Bürostunden von 8 bis 6. Sie machen wieder auf. Und zwar sofort. Ich würde höflich bleiben, Nachbar. Ah, Fällensagent Burns. Ich heiße Clive Gregg. Für mich sind Sie nur ein Parzellendieb. Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Mir gehört die Rotwald-Sägemühle und ich beabsichtige, diesen Männern ihre Wohnungen zu finanzieren. Das neue Gesetz wurde nicht für Holzdiebe gemacht. Was meinen Sie mit Dieben? Jeder Holzarbeiter hier hat eine Kopie von diesem Gesetz. Alle Ansprüche, die unter dem Gesetz von 1868 eingereicht wurden, werden für ungültig erklärt. Landagenten, das sind Sie, Keller, sind hiermit berechtigt, Gesuche für alle Ansprüche in Ihrem Distrikt entgegenzunehmen, wenn der Antragsteller 125 Dollar besitzt. Ich kenne das Gesetz genau, Mr. Gregg. Trotzdem warte ich noch auf weitere Anweisungen vom Ministerium, bevor ich Sie Grundstücke stehlen lasse, die meinen Freunden schon seit 50 Jahren gehören. Nur 125 Dollar Einschreibegebühr für jedes Grundstück ist Diebstahl. Dieser Mann hat die größten Bäume in der ganzen Gegend ausgekundschaftet. Vielleicht hat er Sie bestochen, dass Sie warten, bis Jim Fallon sich das beste Stück Land abgesteckt hat. Jim Fallon ist ein ehrlicher Mann. Er bezahlt den Siedlern jeden Preis, den sie für ihr Land verlangen. Hörst du, Jim? Er macht dich arm. Du sollst bezahlen. Wenn du mich hergeschickt hättest, hätten wir alles umsonst bekommen. Er weiß genau, was er sagt. Denken Sie darüber nach, Keller. Sie öffnen augenblicklich Ihr Büro oder ich lasse Sie einsperren. Nein, das werden Sie nicht. Hören Sie nicht auf ihn, Mr. Keller. Verhüten Sie Gewalttätigkeiten, Schwester Lisha. Sind die Mädchen von der Heilsarmee? Die Leute in dieser Gegend sind sehr religiös. Seelenretter. Das sind freiwillige Schwestern. Von der Schwarzen möchte ich mich mal retten lassen. Öffnen Sie jetzt das Büro oder meine Jungs brechen die Tür auf. Wenn Sie das tun, können Sie was erleben. Keller, Sie werden unsere Bewerbungen annehmen. Jetzt gleich. Vorwärts. Schwester Chadwick, nicht doch. Bleiben Sie hier. Halten Sie aus, Mr. Keller. Bleiben Sie standhaft. Ich gehe jetzt in die Stadt und erzähle das dem Distriktrichter. Für 50 Cent trage ich Sie rüber. Nein, vielen Dank. Oh, Sie haben O-Beine. 25 Cent. Ich habe keine O-Beine. Alicia! Sie haben wirklich keine. Schwester Chadwick, wenn das Ihr Vater erfährt. Na, war das nicht nett von mir? Hier haben Sie Ihr Geld. Danke vielmals. Guten Tag, Schwester Chadwick. Wo ist Ihr Mr. Fallon? Ihnen beiden verdanken wir, dass wir unser Land behalten können. Dieser Fallon ist ein fabelhafter Kerl. Er bringt Ihnen sicher Manieren bei. Das ist Jim Fallon. Oh. Freut mich sehr, Miss Chadwick. Mrs. Chadwick. Oh. Es ist genauso, wie ich Ihnen gesagt habe, Miss Chadwick. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr, um Ihre Bäume zu machen. Jim hat viel Geld. Er wird Ihnen helfen. Warum reichen Sie kein neues Gesuch ein? Multiplizieren Sie die Zahl 400 mit 125 Dollar und Sie wissen, was wir bezahlen müssen. 400 Grundstücke und Pleite. Ihr seid ziemlich unbegabte Unternehmer. Für die meisten Siedler in dieser Gegend ist der Glaube wichtiger als ein Bankguthaben. Das ist unnötig. Jim, es sind prachtvolle Leute. Sie geben dir alles, was sie haben. Und wenn sie nichts mehr haben, dann beten sie für dich. Schwester Chadwick, Sie glauben, dass Gebete eure Bäume retten können? Man sagte uns, wir könnten uns auf Sie verlassen. Sie dürfen nicht gefällt werden. Sind es denn besondere Bäume? Ich glaube, ja. Allerdings müssen Sie sie gesehen haben. Dann verstehen Sie uns. Schwester Alicia, kommen Sie doch fort von all diesen Männern. Wenn es so viele sind, besteht keine Gefahr. Wenn Sie nichts dagegen haben, bringe ich Sie gern nach Haus. Herrenbegleitung ist bei unseren Frauen unerwünscht. Oh. Sie sollen meinen Vater kennenlernen, Mr. Fallon. Ich möchte Sie zum Abendessen einladen. Vielen Dank. Dann treffe ich Sie um 6 im Bixby rein. Mr. Burns kennt den Weg. Unsere Bäume warten auf Sie. Ich komme gern. Das muss Glück bringen. Mädchen kenne ich viele, aber noch keiner hat mich aufgefordert, ihre Bäume zu bewundern. Ich dachte, unser Aufenthalt hier wäre rein geschäftlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Warum versprechen Sie den Leuten dauernd, dass wir bezahlen? Weil es mir Spaß macht. Yukon, es wäre mir angenehm, wenn Sie mich nach Hause bringen würden. Aber klar, natürlich. Hör mal,